Willkommen auf dem Channel des Syndikats. Ich bin Kumagawa und hier ist unser Video zu Reginald Hargreaves. Nach der dritten Staffel haben wir einige neue interessante Dinge zu Reginald Hargreaves erfahren. Und hier sehen wir uns den großen Plan und den Charakter dahinter mal genauer an. Das versuchen wir mal in chronologischer Reihenfolge. Nach dem momentanen Wissensstand fing alles mit Reginald Hargreaves auf seiner Heimatwelt an. Wir sehen seine Frau Abigail Hargreaves, die scheinbar schwer krank ist im Bett. Und draußen wird die Welt durch einen Atomkrieg zerstört. Die Geige, die seine Frau hat, gibt er später an Victor weiter, da sie wollte, dass sie jemand bekommt, die sie genauso liebt wie seine Frau selbst. Hier sehen wir, wie er diese glühenden Orbs aus dem Glas fliegen lässt. Mit diesen Orbs werden später 43 Frauen auf der Erde zu unfreiwilligen Müttern gemacht. Seine Frau stirbt an ihrer Krankheit. Zum ersten Mal sehen wir Reginald Hargreaves im Jahre 1918 auf der Erde. Auf der Erde beginnt er 1918 mit dem Bau des Hotel Obsidian für seinen sogenannten Oblivion-Plan. Das wird später nochmal wichtig. Im Jahre 1928 kauft er die Umbrella Manufacturing Company von einem gewissen Jay King. Er baut sich langsam aber sicher sein eigenes Imperium auf. In den 50ern und 60ern hilft er der US-Regierung bei dem Rennen zum Mond mit seiner Technologie. Während seiner Zeit, als er die USA bei ihrem Weltraumprojekt unterstützte, traf er auf eine Frau namens Grace, mit der er eine Beziehung einging. Grace war dafür zuständig, einen Schimpansen namens Pogo für den Weltraumflug vorzubereiten. Nachdem ein Test schiefging und Pogo verletzt wurde, verabreichte ihn Reginald ein besonderes Serum, das Pogo clever machte. Einige Jahre später wurde Pogo zu Reginalds Assistenten. Zusammen mit der Roboterversion von Grace, die Reginald Jahre später für seine Adoptivkinder baute, kümmerte sich Pogo um die Mitglieder der Umbrella Academy. Reginald trat einer Geheimgruppe bei, den sogenannten Majestic 12, die aus Regierungsbeamten, einflussreichen Forschern und Mitgliedern der militärischen Führungsspitze bestand. Er bot ihnen Technologie und dafür sorgten sie dafür, dass die dunkle Seite des Mondes geschützt bleibt, sobald sie den Mond erreichen. Jetzt müssten bei einigen von euch die Ohren schlackern, denn einige Jahre später verbringt Nummer 1, Luthor, viele Jahre damit, auf dem Mond Wache zu halten, weil sich dort die verstorbene Frau von Reginald befindet, Abigail Hargreaves. So, machen wir weiter mit dem Majestic 12. Ab einem gewissen Punkt in der Geschichte ließen diese den Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, ermorden. Reginald war damit überhaupt nicht einverstanden. Er wollte die Majestic 12 verlassen, doch diese wollten ihn erpressen, um an noch mehr Technologie zu kommen. Also enthüllte er seine wahre Form und tötete alle Mitglieder. Wisst ihr noch von den goldenen Orbs, von denen ich am Anfang erzählt habe? Diese sorgten dafür, dass 43 Frauen schwanger wurden und 43 Kinder mit besonderen Fähigkeiten am 1. Oktober 1989 geboren wurden. Reginald hatte vor, all diese Kinder zu adoptieren, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Doch seine wahren Absichten hatten mit dem Hotel Obsidian zu tun. Er brauchte die Kinder, um dann durch einen geheimen Tunnel eine Parallelwelt zu erreichen, in der eine Maschine steht, die von einer Alienrasse erbaut worden ist. Mit dieser lässt sich das Universum umgestalten. Und um die Maschine zu aktivieren, brauchte er 7 Energiequellen. Also wären 7 Kinder absolut ausreichend. Wie bereits erwähnt, wollte er alle 43 Kinder adoptieren. Er bekam jedoch nur 7 Kinder, denen er Nummern gab, der Reihenfolge ihrer Fähigkeiten nach. So wäre Luthor mit der Nummer 1 der Stärkste und Victor mit der Nummer 7 der Schwächste. Hier ist es fraglich, ob er mit der Reihenfolge wirklich die Stärke festlegte oder den Grad der Loyalität zu ihm selbst. Das würde erklären, warum er ausgerechnet Luthor zum Mond schickte, um über seine verstorbene Frau zu wachen, da er wusste, dass Luthor Reginald nicht in Frage stellt. Mit Hilfe seiner Adoptivkinder schaffte er es, den Plan Oblivion durchzuführen. Ihr wisst schon, durch das Hotel Obsidian, um die Alien-Maschine zu aktivieren. Pogo sagte 5, dass Reginald diesen Plan schon seit einer Ewigkeit hatte. Wie wir am Ende der dritten Staffel sehen, schafft Reginald es am Ende, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er gestaltet das Universum nach seinen Vorstellungen. Nicht nur ist seine Frau Abigail Hargreaves wieder am Leben, nein, ihm gehören auch die meisten Firmen und Gebäude in der Stadt. Wie viel Einfluss er nun in der neuen Welt hat, wissen wir nicht. Aber es wird eine ganze Menge sein. Wie wir sehen, ist Reginald Hargreaves eine sehr berechnende Person. Den Plan mit den Hotel Obsidian und der Neugestaltung des Universums hatte er schon vor 100 Jahren. Er ist sowohl ein Genie als auch ein gerissener Kämpfer. Er versteht es, andere zu manipulieren und sich gefügig zu machen. Jedoch zeigt selbst Reginald hin und wieder Gefühle für andere, zu einem zu seiner Frau Abigail Hargreaves, um die er sich liebevoll gekümmert hat, dann zu der echten Grace, die er mit sehr viel Respekt behandelte.
und selbst bei Allison zeigt er am Ende fast schon Mitgefühl für sie. Auch den anderen Mitgliedern der Umbrella Academy zeigt er sich in einigen Fällen als eine wirkliche Art von Vaterfigur. Stellt euch einen bösen Professor X vor. So sehe ich Reginald Hargreaves. Er ist offensichtlich der Bösewicht in der Geschichte, aber gleichzeitig scheint es so, dass er versucht zu verhindern, dass die Erde das gleiche Schicksal widerfährt wie sein eigener Planet. In der vierten Staffel werden wir weitere Antworten bekommen und ich habe wirklich Lust darauf, mehr über diesen interessanten Charakter zu erfahren. Wie sieht es mit euch aus? Findet ihr, dass Reginald ein guter Bösewicht ist und was meint ihr passiert am Ende mit ihm? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.